FDP-Fraktion ist die nächste Rednerin. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Familienpolitik ist Wirtschaftspolitik. Warum? Weil Familien das Fundament für den wirtschaftlichen Erfolg ist, weil es keinen Unterschied machen darf, ob ich angestellt oder selbstständig bin, wenn ich mich für eine Familie entscheide, und weil Unternehmertum und Familiengründung keine Gegensätze sind. Und genau deshalb, meine Damen und Herren, brauchen die Selbstständigen und die Gründerinnen in unserem Land unsere Unterstützung. Und da blicke ich in alle Bereiche, ob Familienunternehmen, Start-up, Handwerk, Mittelstand oder die Landwirtschaft. Ich sage es ganz deutlich, wir haben euch im Blick. Denn wir können auf keine innovative Idee, auf kein Talent und auf keine Geschäftsführerin in spe verzichten, wenn wir unseren Wohlstand hierzulande sichern wollen und wenn die Wirtschaftswende gelingen soll. Leider aber, meine Damen und Herren, gibt es immer noch viel zu viele Frauen in unserem Land, die vor dem Schritt der Selbstständigkeit zurückschrecken. Und nicht etwa, weil es an Ideen oder Tatenkraft mangelt, sondern weil es eine Regelungslücke in Deutschland gibt. Übrigens nicht erst seit der Ampelregierung. Alle anderen europäischen Staaten haben seit Jahren eine Regelung für den Mutterschutz für Selbstständige. Und es ist schade, liebe Kolleginnen und Kollegen der Unionsfraktion, dass Sie den Handlungsbedarf in Ihrer Regierungsverantwortung nicht gesehen haben. Wir haben Verantwortung übernommen, und genau deshalb arbeiten wir nicht an Anträgen, sondern an tragfähigen, ausfinanzierten Lösungen für einen freiwilligen Mutterschutz für Selbstständige. Es kann Ihnen gefallen oder auch nicht. Meine Damen und Herren, Erfindergeist und Gründergeist der Frauen in unserem Land verdient unseren Rückenwind. Wir werden uns auch weiterhin dafür einsetzen, dass sich die Frauen in der Rauschauer ihres Lebens die Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Denn der Wunsch nach Kindern und der Familiengründung darf für Gründerinnen und Selbstständige in unserem Land kein Hindernis sein. Vielen Dank. Und für die Unionsfraktion hat das Wort Gitta Konnemann.